Biografie. Uns interessiert nicht der Schandblick in die
Biografie eines Kriegsverbrechers, sondern dass Kriegsverbrecher auf der Anklagebank landen. Ernährt wird eine ungeheure verbrecherische Hetzkampagne gegen Syrien mit der Begründung, in Syrien würden Massenvernichtungswaffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Sie werden erfahren, was wir heute sagen. Dann bitte in diese Richtung gehen. Oder die können sich auch dort aufhalten und dann in die Richtung. Aber bitte nicht. Also immer, dass sie ihre Versammlungsteilnehmer sozusagen bescheiden können, aber nicht. Ich möchte das überhaupt nicht. Ich kann nicht in der Schallgesetze einschlägige Gerichtsbestimmungen glauben. Ich möchte das mit Ihnen auf diesen Richtverlangen verständigen. Wir haben es nie kompliziert gemacht. Ja. Aber Sie gehen davon aus, ich bin ein Vierteljahrhundert Dozent an der Universität, ich kenne alle einschlägige Bestimmung. Und deswegen haben wir keinen Wagen geholt, haben keine Wagen geholt, sondern nur diese Handlung. Ich bitte, ich möchte das wirklich nicht kompliziert. Wir wollen unser Meinung. So kompliziert ist das. Verwaltungsgerichtsurteil holen. Ich habe ein paar geholt. Ich kann nicht. Wir sind hier, um die Öffentlichkeit zu informieren. Das werden wir machen. Können Sie wunderbar dort einwirken? Ja. Ich bitte Sie, ich werde versuchen, darauf Rücksicht zu nehmen. Aber wir werden gegen keinerlei Rechtsbestimmung verstoßen. Keinerlei. Die sind uns bekannt. Erneut wird in den deutschen Medien eine Hetzveranstaltung organisiert zur Vorbereitung eines verbrecherischen Angriffskrieg gegen Syrien. Das sind die gleichen Lügen. Der Angriffskrieg gegen Vietnam wurde gerechtfertigt mit einem angeblichen Angriff auf einen amerikanischen Zerstörer. Der Oberbefehlshaber dieser Zerstörer schreibt in seinen Memoiren: Ich habe unsere Offiziere gefragt, ob sie angegriffen worden sind. Sie antworten nein, aber wir haben vom Pentagon einen Befehl bekommen, dass wir angegriffen wurden. 3,7 Millionen Vietnamesen sind ermordet. Das Land ist zerstört. Die Kriegsverbrecher sind straffrei geblieben. Im Irak haben auch ihre Medien die kriminellen Lügen verbreitet von Massenvernichtungswaffen in Vorbereitung eines verbrecherischen Angriffskriegs. 1,5 Millionen Iraki sind diesen Verbrechen zum Opfer gefallen. Eine bewegende Kultur in der Menschheit ist zerstört. Nach dem Angriffskrieg spricht dieser kriminellen Colin Powell: Es ist eine Schande in meiner Biografie, ein Schandfleck. Ich habe die Menschheit gelogen. Und dabei lügt er auch. Uns interessiert nicht die Schandfleck eines Kriegsverbrechers. Kriegsverbrecher dürfen nicht straffrei. Die deutschen Medien veranstalten seit 2 Jahren, ich wiederhole es, eine kriminelle, rassistische Hetzkampagne zur Vorbereitung eines Angriffskriegs gegen Syrien. Ich versichere,
versichere Ihnen, wenn die NATO auf die abenteuerlichen Idee kommt, diesen Verbrechen zu begehen, werden Millionen von Partisanen sich erheben und da wird Vietnam ein Gartenparty sein, verglichen mit dem, was die NATO bei uns blüht. Und nicht nur die NATO, die gesamte Müll der arabischen Reaktion von kriminellen Scheich, Könige, Emire oder was sie da auch nennen, werden mit ins Tor. Wir werden die Angriffskrieg gegen Syrien in einen großen vaterländischen Krieg zur Befreiung unserer Land vom kolonialen Herrschaft. Wir werden, ich sage Ihnen einige Beispiele, es ist eine Ungeheuerlichkeit, dass eine Regierung, die nicht demokratisch kämpft, die Bundesregierung sich mit faschistischen Kriminellen in Saudi-Arabien und Katar verbündet. In Katar habe ich einen einzigen Freund, der ist Dichter. Er ist auf die Idee gekommen, ein Gedicht zu schreiben. Er wurde zu lebenslang gehaft, verurteilt. Sie brauchen, wir haben das Bauernschaft dokumentiert, nur anzugeben, Katar, Dichter, lebenslang gehaft, dann haben sie die Story. In Saudi-Arabien wird eine Frau, die auf frischer Tat ertappt beim Autofahren, für 9 Monate hinter Gitter. Wir haben hier einige Bilder von Frauen in Saudi-Arabien, die bestialisch gefoltert sind. Es gibt keine reaktionärere faschistische Terrorherrschaft in der Welt wie in Saudi-Arabien. Und mit diesem faschistischen Regime macht die Bundesregierung ein Bündnis für Krieg gegen Syrien. Warum? Sie wollen die Demokratie in Syrien. Zehntausende faschistische Kriminelle wurden weltweit gekauft. Ich sage Ihnen gekauft. Und Sie haben die Möglichkeit im Netz nur die Begriffe einzugeben, Versteigerung, Selbstmordattentäter in Saudi-Arabien. Dann werden Sie sehen, wie Menschen in diese Sklavenmärkte versteigert, präpariert und der Rest können Sie auf die Homepage der Al-Qaida lesen und damit planen, welche Sprengstoffanschläge Sie verüben. Ich sage Ihnen, der Bundesrepublik mit Saudi-Arabien wird katastrophalere Folgen haben als das Bündnis Nazi-Deutschland mit den Franco-Faschisten. Die Frage, haben Sie aus Ihrer Geschichte gelernt? Wir sind hier in Berlin. Wir sind hier in dem Land, wo einige geschworen haben, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Diese faschistischen Kriminellen, die ihre faschistische Fratze hinter einer islamistischen Maske verstecken, wollen unser Land zum Mittelalter, zu einer terroristischen Herrschaft aller Saudi-Arabien zurückkehren. Ich sage Ihnen, sie kommen nicht durch. Es geht nur darum, ob wir jetzt zur Vernunft kommen. Es gibt keine politische Probleme, die militärisch gelöst werden kann. Diese Kriminellen weigern sich, an Verhandlungen teilzunehmen, weil sie wissen, am Ende jeder Verhandlung wird es zu freier Wahlen kommen. Und diese Faschisten wissen ganz genau, wie viele Menschen ihnen ihre Stimme geben werden. Das ist der Grund, warum sie sagen, nein zur Verhandlung. Hier wird behauptet, ausländische Journalisten dürfen nicht ins Land. Als Beweis bringen sie ein Bildzeitung Kriegspizza bei Frau Sinn, der stellt sich zum Chemiewaffenexperte, zum Strategen und er verbreitet die gleiche primitive Lügen, die vor dem Angriffskrieg, in Irak verbreitet wurden. Ich habe an die Frau Bill geschrieben, das Problem liegt darin, dass alle deutschen Kriminellen im Ofen
öffentlich-rechtlichen und den privaten Medien nicht für ihre verbrecherische Berichterstattung in Vorbereitung der Aggressionskrieg gegen Irak zur Rechenschaft gezogen. Keiner von denen wurde entlassen. Ich habe vor einigen Monaten eine Gruppe deutscher Journalisten alle politischen Schattierungen gebeten, mich nach Syrien zu begleiten. Wir waren wochenlang dort. Wir haben über 20 Stunden Interviews durchgeführt. Sie hatten keinerlei Chancen, dass ihre Interviews hier gesendet werden, mit einer Ausnahme. Die L3 hat 4 Minuten gesendet und ein Interview mit einem großartigen Philosophen, Oppositionellen, Professor Tizini. Und bei diesen 4 Minuten haben sie eine Müllhalde als Vorbemerkung und eine Müllhalde als Nachtrag. Hier werden Kriminellen als Oppositionellen Leute, die einen Aggressionskrieg gegen ihre Völker unterstützen, sind kriminelle Söldner. Und in dieser Stadt hat Herrn Guido Vistalbele ein Büro für diese Kriminellen erlaubt. Ich habe Herrn Guido Vistalbele geschrieben, wissen Sie eigentlich, dass um Oktober 1840 bis Februar 1841 die deutsche General Augustus Jochmus ein Armee geführt hat und unser Land besetzt? Wissen Sie, dass er am 24. Februar 1841 in Damaskus die koloniale Versklavung unser Land verkündet? Sie wandeln auf die Spuren vom General Augustus Jochmus. Und seit dieser Zeit wird ein Kolonialverbrechen an unser Völker. Natürlich, ich vermute, dass Herr Westerwelle lesen und schreiben kann. Er ist in der Lage, im Archiv des Auswärtigen Amtes all diese Dokumente zu lesen. Anstatt erneut eine Kriegshütte zu entschlüsseln und einen verbrecherischen Angriffskrieg gegen Syrien. Ich appelliere an alle Menschen, an die Frauen, an die Gewerkschaftler, an die Friedensbewegung, erheben Sie Ihre Stimme gegen die verbrecherische Aggressionsvorbereitungen der NATO gegen Syrien. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wie Sie hier manipuliert werden. Am 2. Oktober voriges Jahr fiel eine türkische Mutter mit ihren 4 Kindern einen verbrecherischen Anschlag, Bombardierung zum Opfer. 19 Tage lang liefen die deutschen Medien eine Kriegshetze und sie behaupteten, es seien syrische Granaten. 19 Tage, obwohl 2 Stunden nach diesem Anschlag einen österreichischen Oberst vor Ort war. Und dieser österreichische Oberst hat telefonisch berichtet, dass sich um NATO-Munition handelt. Also 2 Stunden nach diesem verbrecherischen Anschlag wusste die gesamte NATO, dass sich um NATO-Verbrechen handelt. Trotzdem wird 19 Tage hier lang gehetzt, um zu rechtfertigen, dass Patriot-Raketen an die Grenze der NATO-Türkei, wo die Terroristen stationiert sind und deutsche Soldaten zum Schutz der kriminellen Erdogan-Regime geschickt. Das ist nicht das erste Beispiel. Wir haben Hunderte, wir haben Tausende von Beispielen, wie die Menschen hier genauso manipuliert werden, wie auch früher. Erinnern Sie sich an, seit 4.25 Uhr wird an die polnischen Grenze zurückgeschossen. Der Schuss ist kochbar noch, aus dem sie kocht. Ich appelliere an Sie, erheben Sie Ihre Stimme gegen einen faschistischen Kriegsverbrechen an unser Völker in Syrien.